Hallo, einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, wenn ihr euch das anguckt. Hi. Ich bin Julian. Ich bin Echo. Und wir machen heute nochmal ein Video auf Englisch, auf Deutsch. Auf Deutsch. Wir haben das jetzt noch schon mal auf Deutsch, Englisch aufgenommen. Genau, und wir wollen euch unsere Top 5 zeigen. Top 5 Spiele, auf die wir uns am meisten auf der Essensspiel freuen. Genau, wir haben, wie gesagt, wir haben schon mal auf Englisch aufgenommen. Da war auch noch Mahmoud dabei. Falls ihr Bock habt, können wir es auch noch verlinken. Dann könnt ihr euch das auch noch gerne angucken. Und leider könnte ich auf Deutsch sprechen, deswegen muss ich auf diese Video nochmal aufnehmen. Ja, das ist so schade. Ja. Aber Echo kann super Deutsch. Nee, kann ich nicht. Also es wäre cool, wenn ihr vielleicht uns unten noch reinschreibt, was eure Top 5 sind. Das wäre auch noch interessant zu wissen, weil wir haben ja schon unsere Videos gemacht, wo wir einmal alle 1000 Spiele durch, alle 1000 Neuerscheinungen durchgegangen sind, wobei auch viele Expansions dabei waren. Genau, und wir würden anfangen. Ein Spiel habe ich nicht mit draufgepackt. Das haben wir auch da gesagt. Ja, dieses Honorable Mention Thing. Ach so. Ja. Ich habe nicht, was ich auch noch mit draufnehmen wollte, wäre Hegemony. Aber. Ich blende, warum nicht? Sag ich mal, blende warum das hier nicht? Noch mit ein. Ja, weil das ist Politik und das mögen die anderen nicht. Das stimmt ja gar nicht. Nee? Nee. Sondern? Ich glaube, das ist sehr, gerade ein sehr bekanntes Spiel. Weil das bei Kickstarter, ich glaube, es war auch bei Kickstarter und jetzt ist ausgeführt, deswegen spielt man überall, also fast überall. Ja. Also, wir werden Hegemony nicht aufführen, ich blende es aber trotzdem ein. Das ist aber dann nicht in meinen Top 5. Genau, wir sind auch in Essen, in Halle 5, L115. Falls ihr Bock habt, kommt einfach vorbei, labert uns an. Wir bringen auch noch ein paar Prototypen mit von unseren neuen Spielen und wir haben einen Bereich nur für die Prototypen zum Anspielen und ansonsten... Vier Prototypen. Wir haben vier, genau. Wir haben vier Prototypen, die kann man anspielen kann. Und ansonsten kann man natürlich auch gerne Wanderlust, also Wanderlust testen. Davon haben wir auch ein paar Copies da. Und wir nehmen das jetzt gerade am Sonntag auf und wir hoffen, dass... Eigentlich eine Sache müssen wir nochmal klären. Wenn du im Spiel Essen guckst, dann... Wahrscheinlich kannst du gucken, es gibt zwei Wanderlust. Ja. Sag mal, warum? Weil, als wir das im Februar unsere Kickstarter-Kampagne hatten, dann hat Game Factory auch noch die Localization von Summer Camp rausgebracht. Und die hieß im Deutschen auch Wanderlust. Und das kam lustigerweise im selben Monat raus wie unsere Kickstarter-Aktion. Ja, aber das ist alles erklärt. Wir haben Game Factory geschrieben und so. Also jetzt haben wir Wanderlust, Discover the World und die haben Wanderlust. Genau. Ja. Also kommt gern vorbei. Halle 5, L115. Wollen wir anfangen? Ja. Möchtest du anfangen? Nee. Was ich noch sagen wollte, ich mache vielleicht noch links unten rein, wo von BGG und so, wo ihr euch die Spiele auch nochmal angucken wollt, könnt mit Bildern und so. Genau. Okay, soll ich anfangen? Mhm. Also, mein Spiel auf der Nummer 5. Ich mag persönlich lieber so Wargames, Strategiespiele. Aber ich habe versucht, es ein bisschen. Also, das, ich habe schon das genommen, worauf ich eigentlich am meisten Bock hätte. Und meine Nummer 5 ist Karolingi. Und zwar spielt das ums Jahr 830 rum, beziehungsweise, genau. Und Karl der Große hatte ja ein riesiges Imperium in Europa, das ist zusammengebrochen. Sein Sohn Ludwig hat es auch verkackt. Und wir als Enkel müssen jetzt gucken, wie kriegen wir es hin, dieses Imperium am besten für uns zu bestreiten. Und das ist, wenn ihr EO4 kennt, sieht es da an der Map so ein bisschen aus. Echo, glaube ich, denkt auch, was ist das, wenn sie auf die Karte guckt. Aber es ist ein interessantes Spiel, finde ich. Man hat ein Spielerbrett und auf diesem Spielerbrett kann man verschiedene Aktionen sehen. Man kann immer pro Turn sozusagen zwei Aktionen ausführen. Das Spiel funktioniert so von der Rundenanzahl. Man hat immer vier Jahreszeiten pro Jahr. Pro Jahreszeit kann man maximal zwei Aktionen ausführen. Und dann je nach Szenario, glaube ich, kann man mehrere Jahre spielen. Ich glaube, am Anfang genau waren es vier. Ich habe es mir mal so ein bisschen angeguckt. Das ist nur so, das möchte ich mir auch gerne angucken. Deswegen übernehme ich keine Richtigkeit für die Regeln, die ich erkläre. Man nimmt dann immer eine Aktion, die man ausführen möchte, plus ein Token mit dem X drauf, packt das in den Beutel und dann kann man das ziehen und dann
kann man die Aktion ausführen. Man kann weniger Geld nehmen oder man kann seine Truppen auf der Karte verziehen. Man kann kämpfen auf der Karte. Dazu bewegt man dann die Einheiten in die bestimmten Gebiete rein. Darüber sammelt man auch Siegpunkte, wenn man 4 Kämpfe gemacht hat. Glaube ich, einmal davon auch gewonnen hat. Und dann funktioniert das so, dass man eine bestimmte Anzahl der Einheiten immer nur haben kann in einer Region, abhängig davon, wie ausgebaut die ist und wie viel Support die, Supply die sozusagen bietet. Und dementsprechend kann man natürlich auch noch die Region entwickeln, damit man dort mehr Einheiten haben kann, ohne Mali zu bekommen. Und gleichzeitig gibt es dann noch solche Eventkarten, die man ausspielen kann. Und die kann man mit Einfluss beeinflussen. Das ist auch eine Aktion. Genau. Und wie gesagt, mit Entwicklung, damit kann man das erhöhen. Und mit den Entwicklungen kann man noch andere Aktionen ausführen. Das habe ich noch nicht ganz durchschaut. Irgendwie so Peace-Aktionen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, im Spiel zu gewinnen. Das wäre meine Nummer 5, Carolini von Seacave Games. So. 3 Stunden. 3 Stunden? Maximal. 1 Stunde bis 3 Stunden. Ist das minimal oder maximal? Na, 180 maximal stand da. Also, wir verlinken auch natürlich noch, wo ihr das findet, in welchem Stand auf der Messe. Also bei mir, ich versuche alles auf Deutsch erklären, aber ich glaube, mein Deutsch ist noch nicht so gut, muss dann Julian ab und zu ergänzen. Also, also die englische Version haben wir schon aufgenommen, deswegen du kannst ja schon, welches Spiel, was ich mag und so, dann kannst du bitte nochmal erklären. Also, mein Nummer 5 ist Scholars of South Tigris von Garfield Games. Ich glaube in New Zealand. Also die kommen von New Zealand. Aber ich weiß nicht genau, ob dieselbe Firma einen Stand in Essen haben oder ist das irgendwie eine Lokalisierungsfirma hier. Aber, also, wir spielen als Übersetzer? Nee, wir spielen in Weise aus Bagdad. In Bagdad. Und wir müssen dann der Übersetzen bekommen. Und diese Schrift, wie heißt das? Scrolls? Ja, Schriftrollen. Schriftrollen übersetzen. Übersetzen von einer Sprache bis anderen Sprache. Und dann müssen wir dann den Übersetzer auch mal wechseln? Nicht wechseln, sondern nicht kaufen, aber erwerben, ja, bekommen. Bekommen. Und das ist eine Würfe-Placement sozusagen, also nicht mehr Worker Placement, sondern Würfe Placement. Also Würfe generell mag ich gerne. Besonders wenn man eine Würfezahl irgendwie manipulieren kann. Und bei diesem Spiel, es gibt eine Besonderheit, finde ich, dass es jede Würfe hat eine Farbe. Und eine Farbe ist immer entsprechend einem Worker sozusagen. Das heißt, wenn du eine rote Würfe haben, dann heißt das eine rote Worker. Und diese rote Worker kann irgendwelche bestimmte Aktionen machen, die andere Farbe nicht mehr kann. Aber in diesem Spiel, zum Beispiel, wenn du eine rote Würfe haben und eine gelbe Würfe haben, dann irgendwie hast du eine Orange. Das heißt, dann kommt dann Farbe auch in das Spiel, dass man Primary Colors zum Secondary Color mischen kann oder erzeugen kann, dass eine neue Worker erzeugen kann. Ich finde das sehr interessant und innovativ, also habe ich auch in anderen Spielen noch nicht gesehen. Deswegen, und genau, deswegen. Haben die dann beide Fähigkeiten oder? Nee, ich glaube, was ganz anders. Okay. Also muss ich dann genau gucken, weil es ist ja auch nicht genau. Aber das ist dann, also typische Euro-Game sozusagen. Es gibt unterschiedliche Tracker, das muss man dann immer weiter was? Ausbauen? Nee, nicht. Ja. Ja. Also dann immer höher. Also enhance. Ja. Immer weiter verbessern und wahrscheinlich mehr übersetzen und mehr Punkte dadurch generieren. Genau. Ja. Also typische Euro mit Excel-Sheet. Und sie merkt ja dann auch immer, dass ich nur Excel-Sheets mag. Okay. Wollen wir weiter zu 4? Ja. Okay, also meine Nummer 4 ist von Win-Win Board Games.
ein kooperatives Spiel. Da wird immer gesagt, ich mag keine Koop-Spiele, das stimmt eigentlich gar nicht. Oh, besonders mit Rollenspielelementen mag ich die. Mhm. Und zwar ist man hier ein Engel, also ein christlicher Engel. Oder wie heißt dieses Spiel? Ach so, For Horsemen, also die vier apokalyptischen Reiter sozusagen. Und die gilt es zu bekämpfen. Das heißt, man hat hier entweder einen christlichen Engel oder man hat einen griechischen Gott, wie zum Beispiel Herkules. Und mit dem muss man versuchen, die Apokalypse aufzuhalten. Dazu hat man ein Spielerbrett und auf diesem Spielerbrett sieht man obendrauf seine Lebenspunkte und seine Corruption Points, werden die genannt. Und die benötigt man, diese Corruption Points, ja, mit den Ressourcen. Man hat so Ressourcen wie Weisheit und so. Und die muss ich benutzen, um meine Fähigkeiten auszuführen. Und diese Fähigkeiten erlauben mir dann, Dämonen zu töten oder bestimmte Ressourcen wieder zurückzubekommen oder meine Verbündeten zu verstärken. Natürlich kann ich meinen Helden dann noch ausrüsten mit bestimmten Relikten, heißen das. Das sind hier in dem Fall Waffen. Und genau. Und dann kann ich damit auf der großen Weltkarte Dämonen schlachten. Das heißt, es gibt auf der großen Karte dann in jedem Kontinent so ein Pentagrammportal, auf dem die ganze Zeit Dämonen kommen. Die spawnen dann immer in Form von kleinen roten Cubes. Und wenn das Portal einmal komplett voll ist, dann kommen, also je weiter es voll geht, desto mehr Mali kriege ich. Und wenn es komplett voll ist, dann bewegen sich die apokalyptischen Reiter oder einer davon weiter auf ihrem eigenen Brett gen Mitte. Und wenn, ich glaube, ein apokalyptischer Reiter es schafft, zur Mitte zu kommen, dann ist das Spiel verloren. Verloren? Ja. Ist das dann ein Szenario-based genau. Spiel sozusagen? Also es gibt verschiedene Szenarien und diese Szenarien haben verschiedene Events und die triggern dann in verschiedenen Runden und ich muss halt versuchen, alle umzubringen. Ich glaube, dieses Spiel ist noch nicht raus, oder? Nee, das kommt irgendwann nächstes Jahr 2024 raus. Steht da auch bei Kickstarter oder wann? Oder ich weiß wie? Nicht mehr. Aber ich glaube, das war ein Kickstarter-Spiel, ja. Okay. Dann deine Nummer 4. Ne? Meine Nummer 4, es heißt Evenfall. Genau. Eins bis vier Spieler und eigentlich glaube bei diesem Spiel, das Thema ist nicht so stark. Ich glaube, weil das ist rein Kartenspiel fast, obwohl es ein paar Plättchen gibt, also Meeples gibt, aber ich glaube, das ist fast rein Kartenspiel. Also, du bist ein Führer für einen Clan. Mhm. Clan? Ist das Clan? Clan. Und du bereist für eine neue Zeit, neue Era vor. Und es ist eine Tableau-Building und Ketten-Chaining? Ja, Chaining. Kettenmechanismus mag ich gerne. Also ich finde, deswegen Revive ist mein Lieblingsspiel. Was ist Kettenmechanismus? Das ist wie Chaining. Also wenn du eine Karte spielst, dann... Ist es gibt nee. Revive, du hast mich gespielt. Okay. Also das heißt, wenn du eine Aktion machst und dann es gibt... So wie Butterfly Effect. Okay, dann löst also es das immer, aus. Und genau, so weiter, also so wie Imperial Settlers okay. oder Empires of the North. Genau, das mag ich gerne. Also muss man dann die Karte aussuchen, welche Karte müsst du dann für den Engine bauen oder welche Karte wirst du dann für Ende des Spiels für den Siegpunkt bekommen möchte. Dann, ich finde diese Entscheidung immer interessant, weil, also während des Spiels natürlich den Engine Building ist ja wichtiger, man muss dann Ressourcen bekommen und Geld bekommen und dies und das. Aber muss man dann entscheiden, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, wenn ich denn Karte also ins Siegpunkt umwandeln. Ich finde das, also das ist immer interessant für mich. Und ja, das ist, heißt Evenfall. Evenfall bei DLP Games. Gott, aber das war nicht nur Karten, oder? Also in der eigentlich, es gibt auch ein klein bisschen Area Majority in der Mitte, aber ich persönlich mag kein Area Majority, aber ich glaube in diesem Spiel ist auch nicht so permanent, das so muss man so machen. Also
jedes Mal, wenn du eine Hexe darauf, also Hexe ist einen, Witch? Ja, einem Worker sozusagen, wenn du eine Worker daraus schickt, dann bekommst du den Kater von demselben Ort. Und am Ende des Runde oder Ende des Spiels, keine Ahnung, dann muss man dann vergleichen, von welche Spiele hat mehr Hexen in diesem Ort. Und dann, du gewinnst in diesem Ort, dann bekommst du mehr Siegpunkte oder irgendwelche Bonus, weiß ich nicht genau. Aber denn der meisten Mechanismus, das ich mag, ist den Chaining, Ketten, diesem Chain Reaction sozusagen. Ja, okay. Das ist mein viertes Spiel, das ich ja unbedingt kaufen möchte. Also nicht mehr gucken. Ja, kaufen. Du brauchst wahrscheinlich noch ein extra Auto nur für die Spiele, die sie dieses Jahr mitbringen will. Ja. Dann wären wir bei der Nummer 3. Bei mir wäre das dann Kutnahora. The City of Silver, die Stadt. Sehr gehypt Spiel gerade. Ja, von CGE. 2 bis 4 Spieler, dauert ungefähr 2 Stunden mit allen, ab 13 Jahren. Und darum geht es also. In Kutnahora geht es um die Stadt Kutnahora. Elko war da auch schon mal, weil da eine große Kathedrale liegt. Ja. Und die ist auch wichtig für das Spiel. Dann diese Stadt, da wurden damals da wurden Minen errichtet und Silberminen und dadurch sind die halt sehr reich geworden und konnten sich auch eine große Kathedrale bauen. Und das war dann bis im 13. Jahrhundert eine der mächtigsten Städte Böhmens. Aber so viel dazu. Und warum ich das ganz cool finde, ist, weil das ein cooles ökonomisches System hat. Also es gibt in der Stadt verschiedene Gilden und diese Gilden kontrollieren verschiedene Rohstoffe. Also die Builder, die Baumeister, die haben zum Beispiel Holz, andere haben Bier oder was auch immer. Und das wird dargestellt mit, das nannten die Cardboard Computers. Das sind solche Cardboards, die seht ihr dann jetzt hier. Und die zeigen an, wie teuer sind gerade die Preise eines bestimmten Rohstoffes. Und je mehr ich baue, desto mehr wird produziert, das reduziert den Preis. Aber dadurch kann ich natürlich mehr Gebäude bauen. Das zieht den Preis wieder nach unten und macht die Stadt attraktiver. Dadurch kommen mehr Menschen in die Stadt. Und so geht das Ganze weiter. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und der Spieler übernimmt die Kontrolle, glaube ich, beziehungsweise hat sozusagen 3 Gilden, die er mitführen kann. Und das Ziel ist, die angesprochene Kathedrale zu bauen. Und wenn man diese Kathedrale baut, dann kriegt man, also einen Teil davon kriegt man, glaube ich, einen Bonus. Und genau, das ist sozusagen das überliegende Ziel. Und dazu muss ich verschiedene Aktionen durchführen. Die mache ich mit solchen Karten. Die haben immer 2 Aktionen. Davon kann ich diese Karten ausspielen. Und wenn ich jetzt ein Gebäude bauen will, dann muss ich mir auf dem gemeinsamen Städteplan erstmal einen Platz reservieren. Erstmal muss ich mir einen Blueprint kaufen. Die Preise hängen davon ab, wie teuer auch die Rohstoffe, glaube ich, sind. Muss ich erstmal den Platz reservieren, den Blueprint, also die Blaupause kaufen, einen Platz reservieren und dann bauen. Das sind also sozusagen 3 Schritte, bis ich das Gebäude gebaut habe und gleichzeitig kann ich dann aber auch noch Silberminen bauen, die mir mehr Geld geben. Und wenn ich diese Sachen baue, also von meinem Playerboard wegziehe, dann glaube ich, schaltet das auch noch Sachen frei. Bitte nicht vergessen, wir haben die Spiele noch nicht gespielt. Das sind sozusagen die Sachen, die wir uns angucken wollen. Und ja. Das ist das, was wir bislang so rausgefunden haben, warum wir das ganz interessant finden. Mhm. Das wäre bei mir Kutnahora, The City of Silver. Deine Nummer 3. Meine Nummer 3, Gott, es ist eine sehr leichte Geschicklichkeit Spiel, oder? Das heißt Nekojima. Es war auch bei Kickstarter, es war sehr erfolgreich. Und Nekojima ist eigentlich, heißt es dann Katze Insel oder so. Jima ist Insel. Und in diesem Spiel hast du eine runde Plättchen auf den Tisch am Anfang. Und diesen Plättchen ist durch, also 4 geteilt. Und jeder Anteil ist eine Farbe. Am Anfang des Spiels, dann musst du eine Würfel werfen. Und da zeigt 2 Würfel, glaube ich. Und dann zeigt dir, welche Farbe musst du dann dein Stände mit Seile zwischenbauen und dazu, man muss noch in einem kleinen Holzstück in der Böte ausziehen
Und es ist entweder weiß oder blau oder rot oder schwarz. Wenn das schwarz ist, dann musst du diesen kleinen, also den schwarzen Holzstück, dann next Spiele geben. Das heißt, in diesen Spiele, dann musst du, also zum Beispiel, wenn ich... Du ziehst den und ich bekomme den? Genau, dann nimmst du diesen schwarzen Stück, dann musst du an deinen Anfang, musst du eine schwarze Katze drauf bringen. Aber bei mir, wenn es das entweder weiß oder blau oder rot ist, dann bekomme ich dann entsprechend diesen zwei Holzstände mit Seile in der Mitte, dann muss ich genauso diesen Farbe nehmen und in der Rundplatin irgendwie platzieren. Ich finde, es ist sehr einfach, also das Regelwerk ist sehr einfach und ich glaube, bei mir ist, also Geschicklichkeitsspiel habe ich nur eine, Junk Art, das liebe ich. Und ich glaube, dass es ist langsam eine Zeit, dass ich noch einen bekomme. Und Nekojima. Ab mit wie viel kann man das eigentlich spielen? Wie bitte? Mit wie vielen Leuten? Warte ganz kurz. 1 bis 5. Das ist doch gut. Wenn wir genug Leute haben, muss ich das nämlich nicht mitspielen. Warum? Aber das ist doch lustig. Ich finde, die haben super das... Das ist wie einen... Also, es ist wie einen Jenga, ja, aber... ich mache dann immer was so falsch rund. Und dann fällt alles um und dann... Ja, das ist dein Hauptziel für den ja, Geschicksalsspiel. Ja. Geschicklichkeitsspiel. So. Okay. Okay. Dann ja, kommen wir sogar schon zur Nummer 2. Bei mir ist die Nummer 2 ein Spiel, das von letztes Jahr rausgekommen, und zwar Die Gilde der fahrenden Händler von AG. Mit bis zu 4 Spieler, 45 Minuten ungefähr. Es ist ein Familienspiel mit ein bisschen Strategie-Elementen. Und man ist hier im Auftrag der Königin Kigome unterwegs. Und ein bisschen hat sich das Königreich so... Die Städte wissen nicht mehr ganz so, haben nicht mehr so viel Kommunikation. Und dazu bekommt man 4 Landkarten. 4 unterschiedliche Landkarten und muss sich davon eine aussuchen. Dann bekommt jeder Spieler eine, also dieselbe Landkarte. Das heißt, es gibt jede Landkarte 4-mal. Jeder bekommt die gleiche Landkarte und auf dieser Landkarte wird erkundet. Und am Anfang gibt es dann erstmal die Ziele, die jeder im Spiel erreichen kann, weil das Spiel ist, wie nennt man das? Mono, Single, Solo? Multiplayer Solitaire. Es ist schon sehr Multiplayer, also man spielt eigentlich einzeln für sich. Mhm. Und es bekommt gleich, ich erkläre gleich noch, warum es irgendwann ein bisschen asymmetrisch wird. Aber sozusagen als Ziel, was man gemeinsam erreichen kann und nicht jeder erreichen kann, liegen so, Zielkarten aus. Und die geben einem Gold. So, was passiert dann weiter? Danach werden erstmal die Ressourcenkarten oder die Startentdeckungskarten ausgelegt. Das sind Hexfelder sozusagen, die es dann auch auf der Landkarte gibt. Und diese Hexfelder gibt es eine bestimmte Anzahl und die werden genommen, gemischt und eine Ära-Karte dazu gemischt. So, dann fängt das ganze Spiel schon an. Jeder nimmt sein kleines gemischtes Deck und zieht immer Karten. Und wenn man eine Ära-Karte, also, und dann sagen wir mal, ich habe jetzt zwei Gras gezogen, dann muss ich auf irgendwo 2 Gras abdecken. Und zwar mit meinen kleinen Cubes und das sind dann meine Erkunder. Wenn ich es schaffe, ein komplettes Feld, also ein Biom, ich hoffe, das nennt man auch so Biom, also zum Beispiel alle zusammenhängenden grünen Felder abzudecken, dann kann ich einen Erkunder wegnehmen und dafür eine Siedlung hinpacken. So, und so versuche ich dann, komplette Wege zu bauen, Städte miteinander zu verbinden. Wenn ich Städte miteinander verbinde, bekomme ich dafür auch Gold, auch Silbermünzen. Wenn ich jetzt eine Stadt mit 3 Punkten und eine mit 3 Punkten verbinde, dann bekomme ich 9. Muss aber eine Stadt abdecken, ich glaube als Wachposten oder sowas ähnliches siehst du, damit ich mit der nicht nochmal scoren kann. Ich kann auch Schätze sammeln und so weiter. Asymmetrisch wird es jetzt, wenn ich nämlich einen, meine Ära-Karte ziehe, dann muss ich nämlich eine neue Karte ziehen von meinem vom Erkundungsstapel-Deck und die wird bei mir irgendwie mit hingelegt. Und das bedeutet, die gilt dann nur sozusagen für mich. Und dadurch hat jeder bis zu 3 unterschiedliche Karten für die 3 verschiedenen Ehren. Und so unterscheidet sich das dann. Sind alle Karten ausgespielt, alle Erkundungskarten, dann werden alle Erkunder von dem Feld runtergenommen, sodass nur noch die Siedlungen bleiben. Und dann, wie gesagt, nächste Karte, nächste Ära-Karte, zack, rein und es geht wieder von neuem los.
Und so versuche ich Gold zu sammeln oder Münzen zu sammeln, vielleicht Schätze zu finden, die geben mir dann auch noch bestimmte Boni. Und wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, in Form von Münzen, hat gewonnen. Das hat mir eigentlich super gut gefallen von mir. Die waren ganz schockiert, sie und Mahmoud. Ja. Weil das ist halt eigentlich nicht sowas, was ich meine. Und sie meinte so, ist wie Kartographer. Ja, also es ist wie Flip and Ride, aber es gibt auch Flip. Aber es ist kein Ride, sondern Place. Platzieren, ja. Sozusagen, genau. Also es gefällt mir gerne und obwohl es nochmal Nummer 2 ist, werde ich mir das wahrscheinlich auf jeden Fall. Was ist damit dein Nummer 1? Das sehen wir gleich. Wahrscheinlich solltest du das hier als Nummer 1 nehmen. Nein. Dafür mag ich, mag ich das andere vom Spielsystem zu sehr. Hm. Okay, bei mir Nummer 2. Auch sehr interessant und innovativ Spiel, glaube ich. Das heißt The Red Wood. Das Spiel ist von Sit Down Games und eigentlich letztes Jahr bei Essen habe ich darüber geschaut. Aber letztes Jahr ist auch nur ein Prototyp und dieses Jahr, glaube ich, bei Kickstarter ist schon ausgeführt. Keine Ahnung. Also, du spielst als einer Fotograf. Und zwar in Redwood National Park. Ich glaube, das ist irgendwo in USA. Ja. Und was ganz interessant für mich ist, also in deinen Zügen, du musst zwei Sachen aussuchen. Also eine ist Bewegungstemplate. Template? Was ist das? Template. So. Und dann noch eine Kamerawinkel-Template. Das, also dann alle Template hängt dann auf den Tisch. Dann musst du dann aussuchen und dann nehmen, musst du die zwei beide benutzen. Was heißt das? Das heißt, also auf den Tisch, wir haben ein Brett. Das ist also dann rund, ja, breit. Ich blende das alles ein. Genau. Und am Anfang des Spiels, und dann platziert alle so Tier oder Pflanzen oder irgendwelche interessanten Sachen, also Pilz wahrscheinlich auch in der Nationalpark, keine Ahnung. Und du musst mit deinem Bewegungswinkel-Template musst du dann auf dein Miniature draufklappen und dann du musst ein anderes Punkt für den, also Ende des Template, du musst dort bewegen. Und diesen Bewegungs Template, die sind normalerweise also wie eine Winkel, also Curve. Deswegen kann man nicht so leicht schätzen, wo ich gehe, aber ungefähr. Und dann musst du dann Kamerawinkel-Template auch benutzen. Das heißt, du musst dann durchschauen, okay, welche, also wo möchte ich fotografieren? Und das ist natürlich, kommt darauf an, welche Ziel hast du oder welche Tier müsst du aufnehmen. Und dann musst du diese Template auch auf dem Brett legen. Und es ist am besten, wenn das also den Tier nicht störst. Hm. Wie störe ich das Tier? Also wenn du zum Beispiel der Tier, eine Tier ist, liegt in der Mitte und dein Template ist irgendwie drauf. Also dann es ist es in der Mitte. Hm. Ja, also nicht so ganz, also nicht so, genau, nicht so ganz drin ist, dann... Dann habe ich das Tier nur zur Hälfte zum Beispiel auf dem Foto. Genau, dann musst du dann Winkel bewegen. Mhm. Also muss dann alles in den Kamerawinkel ganz, also voll sein. Und dann ja. Nimmst du eine Karte, das ist dann diesen Winkel, das du aufgenommen hast, und dann legst du diese Karte in deine Panorama und dann suchst du den entsprechend Tier oder Pflanzen, das du fotografiert hast, dann legt das auch einfach auf dein Panorama. Ja. Ist dann das bekommst du Playerboard, das Panorama? Oder wie? Ja, also du sammelst dann Fotografen, das ist das immer miteinander verbinden. Ah. Und dann hast du eine Länge, also Panorama. Ah, okay. Und dann alle Tier und Pflanzen, natürlich, das ist also. Es ist eine Set-Collection, so ein Sammelspiel sozusagen hier. Das heißt dann, du willst dann unterschiedliche Tiere sammeln und unterschiedliche Pflanzen sammeln, dann bekommst du da mehr Punkte.
genau. Dann ist es ja auch schwieriger, Tiere nah dran zu haben wahrscheinlich, weil man die dann wahrscheinlich... Wahrscheinlich. Also das muss ja irgendwie bei der Setup irgendwie eine Schwierigkeit haben. Ich hoffe, dass... Also, aber ich glaube, das Spiel ist so ein Familienspiel sozusagen. Also da steht hier 2 von 5. Ab 10. Genau, 10. Aber ich finde, das Thema ist sehr interessant. Also ganz seltsam. Eigentlich habe ich noch nicht gesehen, dass du, also wir spielen als Fotografen. Und diese Bewegungskurve ist sehr interessant. Heinz Sielmann, das Spiel. Ja, deswegen wollte ich dann unbedingt gucken. Das ist meine Nummer 2. Boah, dann sind wir ja schon fast durch. Ja. So, dann haben wir das letzte Spiel. Und das letzte Spiel bei mir ist ein Geschäftsspiel. Also, was Spiel? Ja, also es ist ein Geschichte? Ökonomiespiel von Piraten. Was, nee, was, welches Spiel auf deiner Liste ist nicht Ökonomie? Die fliegenden die Gilde der fliegenden Händler. Handler. Händler. Merchant. Was bedeutet Handler? Das, Händler gibt es auch heute noch. Also meinst du das mit Ökonomie nicht zu tun? Nein. Also, das Spiel heißt Pax Hispanica. Spielt am Ende des 16. Jahrhunderts und bis 1610 so ungefähr. Und zur damaligen Zeit waren die Hugenottenkriege am Anfang und dann lange Kriegen, bis irgendwann doch wieder Krieg zwischen Spanien und Frankreich war. Und so lange war Spanien da sozusagen die Militärpolizei, wie heute Amerika. Und die haben dafür gesorgt, dass es nicht so viele Probleme gab. Aber dann hat man einfach ein bisschen so die Sachen in die Karibik verlagert. Und hier spielt dieses Spiel. Man spielt einen Charakter, und zwar in Engländern, Franzosen, Niederländer oder in Spanier und ich glaube noch irgendwann, der ist mir gerade entfallen. Man kann es nämlich mit 5 Leuten spielen. Es ist von Eon Board Games, dauert ungefähr 150 Minuten maximal, also eine Stunde bis 150 Minuten. Das geht ja. Kommt nächstes Jahr raus. Nee. Ich finde, das ist okay. Okay, und was macht man hier? Also man wählt sich einen Charakter aus und spielt diesen Charakter als Teenager fängt man an und dann muss man sozusagen über die Jahre seinen Weg festlegen. Und dafür gibt es so ein Spielbrett und zwar kann ich aussuchen, in welche Richtung möchte ich meinen Charakter entwickeln. Soll er Pirat werden? Soll er eher Mönch werden? Oder soll er kronloyal werden? Oder, was war das andere? Ein Händler. Und je nachdem, wie ich mich entscheide, kann ich verschiedene Karten bekommen und auf diesen Karten kann ich Aktionen ausführen. Es gibt mehrere Aktionen, glaube ich, auf einer Karte. Und so kommt das andere System. Auf dem Spielerboard gibt es verschiedene Sachen, die ich erreichen kann. Also ich habe Sways oder so heißt es. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich diese verschiedenen Plättchen freischalten, indem ich zum Beispiel Kolonien gründe oder vertrete und so weiter und so fort und halt Schiffe noch hole. Und so kann ich dann halt Progress in dem ganzen Spiel haben. Es ist auch noch sehr asymmetrisch, weil am Anfang wohl die Spanier natürlich Vorteile haben, weil die meisten Kolonien da spanisch sind. Und so entwickelt sich das mit der Zeit anders. Ich weiß noch nicht genau, wie das ausgeglichen wird, wenn das so asymmetrisch ist. Aber ich bin gespannt. Das Thema gefällt mir nämlich. Man kann dann mit der Zeit, je nachdem, was man macht, entweder mehr Aktionen spielen oder man kann ein höheres Handkartenlimit bekommen. Und gleichzeitig natürlich versuche ich mit meinen Schiffen, die ganzen Ressourcen noch zu sammeln und die kann ich dann auch in die neue Welt schicken und so noch Geld verdienen und so muss ich versuchen, meinen Platz in der Karibik zu behaupten und es hört sich ein bisschen nach einem lustigen Tropico an. Nein, aber es sieht super cool aus und ich bin echt gespannt. Ich mag diesen Roleplay-Aspekt da drin. Es sieht super gut aus. Man kann wohl auch heiraten, man kann, wie gesagt, man startet als Teenager und muss sozusagen das Leben von dieser Figur spielen. Du spielst als ein normales Mensch und dann heiraten, Arbeits finden. Dann heirate ich und dann werde ich Mönch. Mal gucken, wie das funktioniert. Ja, auf jeden Fall, ich bin gespannt bei Eon Board Games und das ist mein Platz 1. Nächstes Jahr soll es rauskommen. Aber also das ist gar angucken. Nicht aus. Nein, Q1. Q1, okay. Fast. Bald. Hab's ja. So, was dann? Okay, bei mir, ich habe mein zweites Hexenspiel. Also, das ist von der Firma Mindclash. Der heißt Septima. Ich glaube auch, momentan ist es aufgeführt von Kickstarter. Und ich habe auch gesehen, also
Man hat schon diesem Spiel, also lokalisiert, wir sind schon bekommen auf Instagram. Genau, du spielst als Hexe. Und natürlich, du hast ein Deck sozusagen, und also alle haben den gleichen Deck und müssen eine Aktion entscheiden, und dann zeigen wir gleichzeitig, welche Aktion machen wir. Wenn wir gleichen Aktion machen, dann könnten wir wahrscheinlich oder zum Besten zusammen machen. Aha. Das heißt nicht, dass wir, also irgendwas muss geteilt werden, aber das heißt nur, wir kriegen dann einen Bonus sozusagen, weil wir zusammengearbeitet haben. Aber gleichzeitig, weil wir Haxen sind, wenn wir eine Aktion, also zwei Leute machen das gleichzeitig, das heißt, es gibt auch Haxenjäger. Und was ist suspicious auf Deutsch? Verdächtig. Verdächtig? Also, je mehr Leute eine Aktion zusammen machen, dann, das ist verdächtiger, und es ist dann einfacher für den Hexenjäger, dich zu finden und put you on the witch trial. Und translate. Vor Gericht gestellt. Ja. Dann kommt der Hexenhammer. Genau, zum Beispiel für den Hexenjäger, also wir können ja dann den Patienten heilen, oder wir können dann Kräuter sammeln, wir können laufen. Es gibt unterschiedliche Aktionen, die wir machen könnten. Aber wenn wir sagen, okay, wir sammeln eine Keule zusammen, das ist dann, also normalerweise, wenn ich das allein mache, dann das ist ein Punkt für den Verdächtiger Punkt. Aber wenn wir zusammen machen, wahrscheinlich dann bekommen wir drei. Das heißt, den Hexenjäger können dreimal bewegen, und dann, wenn den Hexenjäger du siehst, dann du bist in den Hexen-Trial. Ah, okay. Ja, und dann in das Spiel gibt es auch, also wenn du eine Patienten heißt, und gewinnst du dann den Vote in den Trial. Ist also gut? Ja, okay. Natürlich. Es wundert mich so, dass das dein Platz 1 ist. Weil das Kunstwerk ist einfach toll. Guck mal hier. Ah. Ja, Haxen und seine Komponenten, das ist auch sehr schön von meinem Clash. Das kann ich dann vorstellen. Also Euro, also typische Euro-Game, aber es gibt diesen kleinen, ein bisschen klein wie Co-op, weil ich, dann würde ich fragen, okay, kommst du mit oder machen wir mit, machst du mit? Denn das ist ein bisschen Co-op, aber man muss das nicht machen. Und man kann nicht sabotieren wahrscheinlich. Sabotage. Nee, ja. Das ist nur dann würdest nicht positiv. Genau, wenn das sein soll, dann mag ich gar nicht mehr. Ich mag nur die Interaktion, wenn man positiv Interaktion haben. Oder eine Bonus, wenn wir zusammen was machen, dann bekomme ich einen Bonus. Das mag ich gerne. Okay. Ja, super, dann sind das wir ist durch. Mein erstes Spiel. Genau, Septima. Ich weiß nicht, ob da überhaupt englische Version bei Essen gibt, aber ich will gucken. Okay. Ja. Dann vielen lieben Dank. Schreibt uns, wie gesagt, unten noch rein. Ich hab's geschafft. Ja, auf Deutsch. Sehr gut gemacht. Das hast du super gemacht. Ich weiß. Also sagt ihr, wie gut sie das gemacht hat. Danke. Sie denkt immer, sie könnte das nicht so gut. Aber doch. Sehr gut. Aber okay, also wir freuen uns, wenn ihr nach Essen kommt und unseren Stand besucht. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, schreibt gerne nochmal rein, was wir vergessen haben oder was ihr denkt. Eigentlich hätte das doch auch dabei sein müssen. Und wenn ihr Lust habt, eigentlich, also bei Englisch-Version, die wir schon aufgenommen haben, Mahmoud hat auch 5 ganz anderes Spiel. Das heißt, wenn du noch mehr Spiel gucken möchtest, dann guck gerne bei den Englisch-Aufnahmen. Ich verlinke das noch. Genau. Dann bekommst du noch 5 mehr Spiel, das wir interessieren möchten. Genau. Okay. Also, ja. Hoffentlich sehen wir euch in Essen. Und wenn nicht, sagt uns, ob wir uns irgendwas angucken sollen, was euch vielleicht auch interessiert. Ja. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend.
und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis die Tage. Tschüss. Ciao.